Moin Moin und hallo, heute zeige ich euch ein paar Versionen, um Karten zu mischen. Das braucht man ja des Öfteren mal. So, die erste Version, die wir heute durchnehmen, ist das Riffeln. Das ist auch auf Deutsch Bogenmischen genannt. Wir nehmen unseren Kartenstapel, halbieren ihn ungefähr. So, das haben wir jetzt zwei Stapel. Die klopfen wir gerade und legen sie in einem Bogen sozusagen aneinander, nehmen die Seiten nach oben und lassen dann beide Seiten so herunterklatschen. Und dabei gehen wir aber nacheinander, dass sie sich dann vereinen. Also los geht's. Zack. Und jetzt drücken wir das in einen Bogen ineinander und haben dadurch einen sehr gut durchgemischten Stapel von diversen Karten. Nun kommen wir zur Überhandtechnik. Wir nehmen den Stapel komplett in die Hand, gehen mit der anderen Hand hin und machen so eine Grapsch-Funktion an. Ihr könnt es besser sehen. Und jetzt grapschen wir rechts und links gegen und ziehen unsere andere Hand nach oben raus, indem wir uns immer kleine Stapelchen oben und unten dann nehmen, führen sie dann unter dem Stapel wieder zusammen und gehen das dann in einer homogenen Bewegung an. Das kann man dann ein bisschen schneller machen. So, zack, zack. Wir machen ein bisschen ordnen zwischendurch und dann geht er wieder weiter. Zuck, zuck, zuck. Also nochmal in die Hand nehmen, oben unten, grapschen, ziehen. Grapschen, ziehen. Grapschen, ziehen. So, das ist aber jetzt nicht so die tolle Version. Die kann man aber auch benutzen. So, nun kommen wir zum Stripping. Das Stripping ist so ähnlich wie das Abheben, also werden wir das zusammenbauen. Es geht ja einmal, du nimmst einfach Karten, packt die daneben, nimmt den Kartenhaufen, schmeißt die oben drauf. Gemischt! Nicht so ganz. Also nehmen wir uns ein paar mehr Häufchen raus und mischen diese dann auch wieder unterschiedlich zusammen. Dann habt ihr es ein bisschen gemischt. Das ist aber jetzt nicht der Burner. Nee. Kommen wir zur nächsten Technik. Das nennt man ineinander drücken. Wir heben den Stapel in der Mitte aus und die kommen quer, also längs seit aneinander und werden dann ineinander geschoben. Da muss man so ein bisschen hin und her fächern, wie ihr seht. Aber dann rutschen die Karten ineinander und sind auch dadurch gemischt worden. Kommen wir zur letzten und wahrscheinlich coolsten Aktion. Das Durchwühlen. Ihr nehmt den Stapel und ballert einfach alle Karten auf den Boden und durchwühlt sie. Danach fasst ihr sie wieder zusammen und die Karten sind damit gemischt. Diese Version ist jetzt auch nicht so effizient, weil das verdammt viel Arbeit ist und auch nicht cool daherkommt. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich danke fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun!